ne, alles hergerichtet. Aber ihr wisst noch gar nicht was. Also, ich habe eingepackt eine Drohne, zwei Akkubänke, einen Beacon zum Testen, die GoPro, den Osmo, einmal E-Zigarette und Liquid für 2 Tage plus Batterien, Ersatzklamotten für 2 Tage. Echt, ist das schon alles. In der Fototasche ist noch die A7II, 2 Objektive, ein paar Akkus, Laptop und genug USB-Kabel für allen drum und dran. Und jetzt mache ich mich auf in die Oberpfalz, schaue dort am Grab von meiner Tante vorbei, besuche meinen Cousin. Dann geht es weiter nach Münchhof. Dort besuche ich einen zukünftigen Kunden, mit dem ich mich unterhalten möchte über ein kleines Projekt. Und anschließend schauen wir noch drum in Richtung Chemnitz, also ab Hof geht es dann ab in den deutschen Osten, in den ehemaligen Osten. Dort schauen wir dann bei der Hansenhof GmbH vorbei, treffen uns mit dem Steffen, den kennt ihr aus vergangenen Folgen, mit dem war ich schon in Italien auf dem Plugfest in Bologna und so weiter und so fort. Da wollen wir heute ganz kurz, morgen dann ganz kurz vorbeischauen und ein Stündchen über ein aktuelles Projekt schwaffeln, ein bisschen was ausprobieren, schauen, Resümee ziehen und dann geht's wieder weiter. Euch nehme ich bei der ganzen Aktion selbstverständlich mit. Ich weiß noch nicht genau, was es wird. Wahrscheinlich wird es in irgendeiner Art und Weise so eine Art Vlog / Motovlog / ein paar Cinematics rein. Keine Ahnung, wozu ich komme oder nicht, wie viel Zeit ist oder nicht und ob das Wetter passt. Ich freue mich jedenfalls, weil es ist die erste größere Tour mit der Pegaso und es ist die erste größere Tour, größer in Anführungszeichen, also mehr als 6 Stunden Fahrzeit dieses Jahr auf dem Motorrad. Von daher, auf geht's! So, bevor wir unterwegs sind, nochmal schnell raus müssen, tanke ich jetzt dort vorne an der Tankstelle nochmal voll. Das ist ja wunderbar 1,5 Straßen von mir zu Hause entfernt. Und dann kann es auch aufgehen. Freue mich schon total. Also Wetter ist super, soll 3 Tage schön sein. Ich habe also den regenfesten Ganzkörper-Kombi, den Thermoboy, den habe ich nicht dabei. Den habe ich jetzt platzmäßig einfach nicht unterbekommen. Aber ich schätze, dass wir den heute und morgen auch nicht brauchen. So. Einen Kaffee, ein bisschen dampfen und Franks Vlogs gucken, weil Frankie lädt immer in der Früh hoch, das ist top. Habe ich immer zum Kaffee dazu ein bisschen was zum Gucken. Also ich lese ja keine Tageszeitung oder sowas. Mir genügt da Twitter. You are so dumb. You are really dumb. For real. Ja, ich weiß. Aber so bin ich halt. Und ist immer optimale Abwechslung. Wenn ihr Frankie noch nicht abonniert habt, macht das mal. Speziell in der Fanzeit von Vlogs, von Wandern und von Drohnenaufnahmen. Frankie macht das qualitativ extrem hochwertig. Kann ich nur empfehlen, schaut mal rein. Sollte gerade eben irgendwo rechts oben, links oben so ein kleiner Link zum Frankie gewesen sein. Bin in Luhe-Wildenau in der Oberpfalz bei meinem Cousin gestern Abend angekommen. Da waren wir noch kurz Abendessen. Die haben hier eine schöne Rockerkneipe, wo alle total tätowiert waren und so richtig böse nach Biker ausgesehen haben. Und haben uns mit denen unterhalten. Und wir waren total lieb, lauter kleine Schäfchen. Da war echt super. Sind wohl hier bekannt für ihre Burger. Und ich hatte erst die Befürchtung, dass es für mich dort nichts gibt. Aber sieh da, sie haben einen Veggie-Burger. Und der war nicht nur von der Portion her richtig geil groß, sondern der war auch mega lecker. Also, ja, jetzt momentan ist es 6:30 und draußen sieht es noch recht kalt aus. App sagt, es hat 2 Grad, aber es soll wohl bis um 10 Vormittag raufsteigen auf 11 Grad. Das heißt, es gibt mir genug Zeit, dass ich noch kurz am Familienfriedhof oben vorbeischaue, dort den überfälligen Besuch mache und ja, dann geht es langsam aber sicher weiter in Richtung Münchhof über die A93 hoch. Werde ich jetzt hinwärts, einfach weil es früh ist, weil es kalt ist und ich nicht so Bock habe auf
durch den Tau fahren. Ich will nicht frieren. Werde ich gemütlich ein gutes Stück, ein paar Kilometer über die Autobahn reißen, also die A93 hoch. Und rückwärts kann man sich dann ja ein bisschen mehr Zeit lassen und kleine Landschaften fahren. Aber wie gesagt, solange es noch nicht sonnig ist und solange es noch nicht warm ist, bin ich durchaus auch zufrieden damit, wenn ich auf der Autobahn ein bisschen dahin daddel. So, wie angekündigt, geht es jetzt noch kurz auf den Friedhof. Da nehme ich euch aber nicht mit. So, Flora macht sich wieder auf den Weg. Und meiner einer lässt die Kleine wieder an. Dann machen wir uns auf die Autobahn und reißen die A93 hoch in Richtung Hof. Und da werden wir eine kurze Pause machen und dann schauen, wie es Richtung Chemnitz am besten zu fahren geht. Es sei denn, es ist ohnehin alles wunderbar ausgeschrieben. Dann schieben wir die Pause vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach hinten. Schauen wir mal. So, kleine Pinkelpause später, ein bisschen die Beinchen vertreten. Jetzt sind wir Vogtland Süd. Das heißt, bis Chemnitz sind es jetzt noch ungefähr 90 bis 100 Kilometer. Haben wir jetzt dann auch relativ schnell und zeitig runtergestrampelt. Und dann sind wir mitten im Erzgebirge. Da gibt es dann wieder die schönen kleinen Strecklein. Ich habe jetzt nicht sonderlich viel gefilmt unterwegs. Wollte mir so ein bisschen die Akkus aufsparen fürs Erzgebirge, weil letztes Jahr war ich ja mal ganz kurz drum. Ich habe da auch ein bisschen gebloggt, allerdings noch ohne Motovlog-Setup, also konnte ich nichts sagen zu. Aber war eine total schöne Gegend und nachdem es heute wieder richtig geil blauer Himmel und sonnig ist, gehe ich davon aus, dass das eine coole Tour heute noch ist. So, ich dampfe jetzt noch eine Runde und dann geht's weiter. Wie gesagt, Wetter ist soweit gut, Temperatur steigt auch langsam, ist schon ein bisschen angenehmer. Jetzt in der Früh war schon mit 6 Grad noch ein bisschen zapfig, wie man so schön sagt. Weiß nicht, sagt man das im Rest Deutschlands auch? Zapfig, wenn es kühl ist oder kalt ist? Vis-à-vis, ich schätze mal, dass wir jetzt schon über 10 Grad haben. Also es ist schon richtig angenehm. Die Sonne ist sehr kräftig heute. Also haben wir eine schöne Weiterfahrt vor uns. Navi sagt scharf rechts abbiegen, das ist schon mehr als nur scharf rechts abbiegen. Oh, das ist doch jetzt interessant. Röther, dann ist das scheinbar irgendeine Kette. Den gibt es nämlich bei uns auch. Ich dachte, das Röther ist tatsächlich irgendwie jemand, der bei uns den halt besitzt. Dass das der Familienname oder so ist von irgendwas Regionalem bei uns. Drei gibt es den.
an jeder Ecke. Alt Chemnitz Center. So, jetzt sind wir 5 Kilometer gefahren auf der Straße der Einheit und jetzt biegen wir links ab auf die Straße der Befreiung. So, jetzt in Weißbach oder Weißach. Jetzt versuche ich mal zu beschreiben, was da so anders ist. Also zum einen haben sehr viele Häuser entweder ein Walmdach oder ein Krüppelwalmdach. Also an der Stirnseite eine Abflachung zum Dach. Und was auch sehr auffällig ist, ganz viele Häuser sind an der Seite, also an einer der Frontseiten, komplett mit Ziegeln mit beplankt. Also da hört quasi der Dachbelag, der geht nicht nur über die Schräge runter, sondern über die komplette Hauswand. Ui. Blitz haben wir auch da, ja, aber so langsam wie ich unterwegs bin heute, vor lauter Gucken und Quasseln. Hier sind Güllefässer verboten. Bin jetzt gespannt, was an der Straße so besonders ist, dass sie Güllefässer verbieten. Ich hoffe, man sieht das mit der GoPro einigermaßen. Also die ganze Gegend hier ist ein ewiges Auf und Nieder, immer wieder, auf und nieder, immer wieder. Wunderschön zum Motorradfahren. Die Straßen sind einigermaßen klein. Auch so ein bisschen eng, ja gut, aber der Terbelag ist in Ordnung. Also zum Motorradfahren, wenn man nicht unbedingt mega räubern will, eine unheimlich schöne Gegend. Kann ich nur immer wieder empfehlen, wer ein bisschen Motorradfahren will, gemütlich in einer ruhigen Gegend, soll ins Erzgebirge fahren. Das ist ein guter Tipp, glaube ich. Oh ja, ein Mofa-Rocker. Das sind die Motorradfahrer von morgen. Miti. Ich glaube, ich hätte da hinten rechts abbiegen müssen. Ja, ansonsten geht es hier auch hoch, glaube ich. So, eine Schicht weniger. Oh, Gegenlicht. Gegenlicht ist schlecht. Boah, so blendet es mich. Macht nichts, hilft nicht. Ja, wir haben noch gar nicht geredet, warum ich heute hier bin. Und zwar werden wir erste Tests heute machen mit diesem Gerät. Und zwar ist das der Hansenhof Farm Counter und das Gegenstück dazu heißt Hansenhof Beacon Scanner. Und was die Firma Hansenhof damit macht, ist, das sind kleine Bluetooth-Geräte. Die Firmware und die App habe ich maßgeblich bei der Entwicklung mit beteiligt. Und diese kleinen Gerätschaften erkennen ihre Lage, erkennen Vibrationen, haben einen internen Speicher und können quasi Arbeiten aufzeichnen. Also ich kriege mit, wann beginnt eine Arbeit, wann hört eine Arbeit auf und das speichern die intern. Und die App kann das dann auswerten und dann kann ich im Nachgang feststellen, in meinem Fall jetzt, wie lange war ich mit dem Motorrad unterwegs, wie lange ist das Motorrad sinnlos rumgestanden und wie viele Güllefässer hat mein Motorrad ausgebracht. Das ist übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem Vlog erwähnt habe oder ob ich da schon mal drüber gesprochen habe. Das ist so die Sache, warum ich meinen Beruf so unheimlich toll finde.
Wir haben in Schritt 1 eine Produktidee in die Realität umgesetzt. Eben diesen Farmcounter mit ein paar Sensoren, haben uns darum gekümmert, dass die Sensoren funktionieren und Daten liefern, also erfasst wird, ob Bewegung vorhanden ist, Neigungen erkannt werden, lauter solche Kleinigkeiten. Und haben dafür gesorgt, dass per Bluetooth über eine Schnittstelle an Handys und so weiter diese Daten weitergegeben werden. So, das war jetzt Schritt 1 und jetzt kommt die große kreative Phase. Jetzt haben wir Daten und können uns quasi ganz wild ausdenken, was wir denn eigentlich für Daten erfassen wollen. Also ich kann ja nicht nur den Winkel messen, sondern ich kann jetzt in der Zukunft hergehen und kann sagen, okay, wenn eine gewisse Beschleunigung oder ein Winkel, ein Gravitationswert sich für eine bestimmte Zeit lang ändert und länger ändert oder stärker ändert als, dann soll er im Speicher vermerken, dass jetzt zum Beispiel eine lange Kurve gefahren wurde. Ich könnte so ein Biegen ja auch gerne nehmen, um Daten vom Motorrad zu erfassen. Oder, ich meine, wir haben einen landwirtschaftlichen Kontext bei unserem Produkt. Wir können jetzt anfangen und können sagen, okay, wenn das Gerät auf einem Feld in Arbeitsstellung ist und an einem der angeschlossenen Kabel eine gewisse Spannung anlegt, dann soll er aufzeichnen, dass jetzt gerade von einer Ballenpresse ein Ballen geformt wurde. Und dann meldet er diese Information ans Telefon und das Telefon in der App, das Smartphone, das sagt, okay, ich weiß, wo ich bin, hat ja GPS, und zeichnet dann in der Karte den Ballen auf der Karte ein und schickt diese Information übers Internet dann auch auf unsere Online-Plattform, so dass der Landwirt oder die Kolchose oder ihr größerer Betrieb, der zu Hause auch tatsächlich ein Büro hat mit Mitarbeiter, der das Ganze koordiniert und verfolgt, so dass der dann auch gleich sieht, okay, wo haben wir welche Werte, wo sind welche Fahrzeuge, wo sind Fahrzeuge im Betrieb, in Arbeit, wo macht jemand Pause und wo sind die Produkte abgelegt. Und wenn der sieht, oh, der ist auf dem Feld gleich fertig mit der Ballenpresse, dann kann der auch hergehen und kann jemanden einen Transporter organisieren, der sagt, okay, fahr hin zu dem Feld, lade bitte auf und bring die Ballen nach Hause. Aber das Tolle an unserem Job ist eben, das Produkt selber kann es momentan noch nicht und wir können uns frei überlegen, was wir denn eigentlich damit machen wollen und können das aus dem Nichts erschaffen. Wir brauchen quasi nicht mehr als die Idee, den Willen, es zu tun und dann ein paar Stunden Arbeitszeit, die ich zu Hause am Rechner verbringe, um das Ganze in Quellcode einfließen zu lassen, umzusetzen. Und dann wird das Ganze per Handy auf das Gerät aufgespielt und dann legt man Batterien ein und es tut genau das, was ich programmiert habe, was es tun soll. Also im Idealfall. Es gibt natürlich auch die Fälle, wo es was ganz anderes tut und dann muss man sich eben nochmal hinsetzen. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Aber ja, das ist was ich unheimlich genieße, dass ich, obwohl ich nur am Rechner sitze, trotzdem etwas schaffen kann, was dann in der Realität später einen Mehrwert bietet. She was a quitter even as a beginner. She was a promise with a worn out heart. The dreams that hurt her doesn't life make them thinner. She picks up the pieces when they're torn apart. Regensburg haben wir geschafft. Das heißt, ein riesengroßer Teil der Strecke ist erledigt. Jetzt haben wir von hier aus die B15-9 noch bis Landshut. Die kann man auch ganz gemütlich mit 150, 160 noch weiterfahren. Die ist nicht geschwindigkeitsbegrenzt, obwohl es keine Autobahn ist. Und von Landshut aus dann nochmal ca. 35 bis 40 Minuten Landstraße, Land-Bundesstraße. Und dann glaube ich, habe ich mir heute ein heißes Bad verdient. Also ein bisschen Netflixen und in die Badewanne legen zum Aufheizen. Ist ein absolutes Muss. Wobei ich schon überlegt habe, ob ich nicht die Michaela anrufe und sage, sie soll die Sauna nachher anwerfen. Damit ich mich auch so wirklich richtig aufwärmen kann.